Hallo und gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Sascha und ich haben euch heute am 29. November natürlich auch wieder das Geburtstagskind des Tages mitgebracht. Und das Geburtstagskind des Tages ist heute Jörg von Thorra. Jörg von Thorra, Sportmoderator. Richtig, Sportjournalist, Sportmoderator von Sportsendungen, Sportschau, Sat1 ran, Doppelpass, also nur die großen Sendungen. Nee, Bereich aber aktuelle Sportstudio hat er nie gemacht, glaube ich. Stimmt. Nee, ja, dann das hat durfte er nicht. Ja, okay, nee, ja. Da durfte er nicht ran. Ja, am 29. November 1929, verstehst du, ja, hat Richard E. Byrd, also mit Y zwar geschrieben, aber Byrd, Vogel, überfliegt als erster, als erster den Südpol. Mhm. Man weiß nicht so genau, hat er Anlauf genommen, ist so, oder ist er wirklich mit wie ein Vogel geflogen? Ich glaube, er ist mit dem Flugzeug drüber. Okay. Ja, 1929 war das, er war der Erste, der den Südpol überflogen hat. Hammer, oder? Was heute wieder, also der 29. war ja so facettenreich. Ja. Jörg von Thorra kommt auf die Welt, der andere fliegt über den Pol drüber. Ach, Hammer! Mann. Morgen müsst ihr reinschauen. Morgen wird es richtig gut. Also morgen. Am 30. November. Da wenn ihr dachtet, schon der 29. wäre gut. Ja. Dann kommt der Kanal drauf. Abonnieren. Und ihr könnt mal einen Kommentar zum Christian ablassen. Oder auch zum Sascha. Nee, zum Christian. Nee, zum Christian. Also die netten Kommentare zu mir, die bösen zum Sascha. Das ist gut, das kann man machen. Ich kann damit umgehen. Okay. Shitstorm. Cheerio, Miss Sophie. Gute.